Thank you.
Thank you.
Klingklang und Ruckzuck von Kraftwerk. Live-Aufnahmen aus dem Frankfurter Konzert am 25. Januar 1974 im HR-Sendesaal. In einem Radiointerview mit WXFM in Chicago im April 1975 erwähnen Ralf Hütter und Florian Schneider ihre Begeisterung für das Format des öffentlichen Radiokonzerts und seine Tradition in Deutschland. Sie erinnern an den Einfluss der Radiosender auf die Entwicklung der elektroakustischen Musik, allen voran Karl-Heinz Stockhausen, sowie das von ihm genutzte und dann auch lange künstlerisch geleitete Studio für elektronische Musik im WDR in Köln. Die ersten Instrumente für diese Musik seien, so Hütter, aus Radiobauteilen hergestellt worden, um auch genau dort im Radio gespielt werden zu können. Kraftwerk bezeichnet sich in diesem Interview zudem selbst als ein Lautsprecherorchester. Ein Begriff, den die Gruppe aus dem Pariser Musik-Konkret-Umfeld um den Komponisten Pierre Schaeffer entlehnt. Tatsächlich mischte Kraftwerk 1974 alle Instrumente auf der Bühne über ein eigenes Mischpult. Die Lautsprecher hatte die Gruppe aus dem eigenen Düsseldorfer Klingklangstudio nach Frankfurt mitgebracht. Das Ausstellen der Klangregie und Unabhängigkeit in der Soundtechnik war Teil der frühen Kraftwerk-Inszenierung. Sie hören nun die Aufführung von den Stücken Atem von 1971, gefolgt von Tongebirge und Tanzmusik von der damals aktuellen dritten Kraftwerk-LP Ralf und Florian aus dem Jahr 1973.
Alle im HR-Konzert gespielten Titel gehörten bis 1976 zum Live-Repertoire von Kraftwerk. Der Gitarrist Klaus Röder, der im Frankfurter Konzert zum ersten Mal mit seiner sehr zurückhaltenden elektrischen Gitarre zu hören war, verließ nach Aufnahmen für das spätere Album Autobahn die Band, um Komposition zu studieren. Für ihn kam ab 1975 der klassisch ausgebildete Perkussionist Karl Bartos in das Quartett, um die perkussiven Elemente der Musik zusammen mit Wolfgang Flür zu synchronisieren. Der ebenfalls klassisch ausgebildete Flötist Florian Schneider wiederum brachte sein Instrument ab 1975 immer weniger zum Einsatz und ersetzte es durch einen Arp-Synthesizer. Sie hören jetzt die 18-minütige Version von Kohoutek Kometenmelodie. Ein Stück, das später in dieser Besetzung als Kometenmelodie 1 und Kometenmelodie 2 für die LP Autobahn eingespielt wurde und bis heute zum Konzertrepertoire der Band zählt. Thank you.
Das war die Artist's Corner mit einer historischen Aufnahme. Am 25. Januar 1974 gastierte die Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk im Hessischen Rundfunk. Ich heiße Volker Zander und verabschiede mich mit Kraftwerks Kometenmelodie. Thank you.